vom DFB Überbrückungskredite kommen, die müssten ja auch wieder zurückgezahlt werden. Und dann ist die Frage, wann können die Vereine das? Sind sie überhaupt dazu in der Lage irgendwann? Deshalb haben einige tatsächlich schon auf Kurzarbeitergeld zurückgegriffen. Braunschweig zum Beispiel, Meppen, Kaiserslautern, Rostock oder der hallische FC aus der dritten Liga. Man darf ja auch hier nicht vergessen, da geht es nicht nur um die Spieler, die auch in der dritten Liga nicht wenig Geld verdienen. Da geht es um 3.700 Mitarbeiter bei den Drittliga-Clubs und vor allem auch um deren Arbeitsplätze. Preußen Münster zum Beispiel hat heute in einer Mitteilung gesagt, dass der Club betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen kann. Aber auch Münster will jetzt versuchen, Kurzarbeitergeld zu bekommen, um das noch irgendwie zu verhindern. Du hast gerade auch vom hallischen FC gesprochen. Der geht ja ganz offen auch in eine andere Richtung, sagt, es wäre besser, die Saison jetzt einfach zu beenden. Ja, genau, das sagt Clubpräsident Jens Rauschenbach. Der sitzt ja selbst gerade in häuslicher Quarantäne, weil er nachweislich mit dem Coronavirus infiziert ist. Und er sagt ganz klar, am Spielbetrieb festzuhalten, ab Mai vielleicht, wenn es dann wieder weitergehen kann, das geht einfach an der Realität vorbei. Ich glaube, da sind noch einige Hirngespinste im Gange. Die Realität gesellschaftlich ist eine ganz andere und der muss man sich dann auch stellen. Jeder würde es gerne sportlich zu Ende führen, aber ich glaube nicht mehr dran. Ja, und egal wie es denn jetzt kommt, da muss jeder